a big applause for Toxische Pommes! Hallo. Ja, hi, wie geht's euch? Alles gut? Scheiße. Okay. Okay, beim Soundcheck hat noch alles funktioniert. Okay. Wie geht's euch? Habe ich schon gefragt. Okay, sorry, steht nochmal auf meinem Zettel. ja, nein, ich habe mich gefreut, als ich erfahren habe, dass Fashion das heutige Thema ist. Ich komme nämlich aus einer sehr modebewussten Familie. Der Lieblingsdesigner meiner Eltern ist Sale. Englisch ausgesprochen Sale. Ja, nein, also real rap. Ich habe gemerkt, je älter ich werde, desto egaler wird mir meine Kleidung. Ja, in 5 Jahren trage ich dann wahrscheinlich eine Jack Wolfskin Jacke. Nein, Spaß, ich würde nie im Leben Jack Wolfskin tragen. Ich habe nämlich Migrationshintergrund. Auch wenn man es vielleicht nicht gleich sieht. Und habt ihr jemals einen Ausländer mit einer Jack Wolfskin-Jacke gesehen? Eben. Ja, wenn mich die Leute fragen, wo ich her bin, sage ich meistens einfach, ich komme aus Kroatien. Das stimmt nicht so ganz. aber sobald ich sage, dass ich aus Kroatien komme, erscheint meistens ein Lächeln auf dem Gesicht meines Gegenübers. Die Leute denken dann meistens irgendwie an ihren letzten Sommerurlaub und erzähl mir von irgendwelchen Inseln, von deren Existenz ich dann zum ersten Mal höre. Und ich antworte dann meistens sowas wie, ah, schön. Und lächle zurück. Dann nicken wir beide, während wir lächeln. Ja, irgendwann wird es dann awkward. Ja, dass ich aber in Wirklichkeit in erster Linie montenegrinische und serbische Wurzeln habe, verschweige ich meistens. Montenegro kennt niemand, außer die Person hier. Serbien mag niemand. Ja, aber als weißer, schweinefleischessender Tschusch gehöre ich heute trotzdem zu den guten Ausländern. Ja, dass slawische Flüchtlinge mit blauen Augen in Österreich vergleichsweise freundlich begrüßt werden, war aber nicht immer so, sondern ist eher ein neues Phänomen. Nach 2015 hat man nämlich gemerkt, da gibt es zwei Klassen von, Arten von Flüchtlingen. Da gibt es die, die uns ähnlicher schauen und dann gibt es die, die uns weniger ähnlich schauen. Da ist uns natürlich die erste Art lieber. Ich meine, natürlich ist uns die Art Flüchtling am liebsten, die gar nicht erst existiert. Aber ja, das Leben ist kein Ponyhof. Okay, jetzt ist die Stimmung im Arsch. Fashion. Ja. Ja, Fashion ist einen Applaus wert. Ja, laut Wikipedia bezeichnet Fashion, auf Deutsch übersetzt Mode, die in einem bestimmten Zeitraum geltenden Regeln, wie man Dinge tut, trägt oder konsumiert. Also im Grunde sagt uns Mode, was gerade modern ist. Und was gerade modern ist, verändert sich nicht nur mit der Zeit, sondern hängt auch vor allem davon ab, in welcher sozialen Gruppe man sich bewegt. Wenn man zum Beispiel in so kreativeren Kreisen unterwegs ist, weil man zum Beispiel an der Angewandten studiert oder Kunstgeschichte an der Uni Wien, weil man die Aufnahmeprüfung für die Angewandte nicht geschafft hat. That's me. Dann scheint es eher modern zu sein, dass man aussieht, als wäre man arm. Selbst wenn man vielleicht in Wirklichkeit reiche Eltern hat. Aber es ist ja das Geld der Eltern und nicht das eigene. Gell? Ja, man könnte mittlerweile fast schon sagen, je älter das Geld, desto ärmer der Style. Ja, und wenn man das Bedürfnis, arm auszusehen, mit sehr viel Geld kombiniert, dann kommt so etwas raus wie Balenciaga. Balenciaga beutet nämlich nicht nur Kinder sexuell aus, wie wir seit neuestem erfahren haben, sondern vor allem auch armutsbetroffene Menschen und Arbeiterinnen. Und nein, ich rede nicht von Sweatshops. Balenciaga macht das viel stilvoller. Balenciaga verkauft Sneaker um 1.500 Euro, die so aussehen wie die Schuhe, die mein Onkel Milleter trägt, wenn er am Bau geht oder zum Schweineschlachten
und auf dem Weg dorthin in einen riesigen Haufen Scheiße getreten ist. Ja, und das Ganze heißt dann Poverty Chic bzw. Working Class Chic und ist jetzt auch nicht etwas, das Balenciaga neu erfunden hat. So Marken wie Dickies oder Carhartt oder Doc Martens verkaufen schon seit Jahren teure Arbeiterkleidung für Menschen, die nicht mal ihr Billigregal selbst aufbauen. Schon 2021 hat Ryan_1714 auf Twitter geschrieben, Zitat, "Everyone wants to wear Carhartt until it's time to do Carhartt shit." Zitat Ende. Auf der Sohle meiner Doc Martens steht zum Beispiel, sie seien resistent gegen Öl, Fett, Säure, Benzin und Alkalien. Was sind Alkalien? Ja, anyways, die einzige Situation, die mir einfällt, in der meine Schuhe mit einem dieser Materialien in Kontakt kommen könnten, ist beim Fortgehen. Also zum Beispiel, wenn ich versehentlich irgendwo in Kotze trete oder wenn mal wieder irgendwer in die grelle Forelle am Boden geschissen hat. Ja, was genau es ist, dass Studierende an der Angewandten dazu treibt, dass sie die gleichen Hosen tragen wie die MA48, werden wir wohl nie wissen. Aber hey, wer so einen Hausmülltrend, leistet eben auch schon einen Beitrag zur Abfallentsorgung. Okay, ich höre schon auf mit dem angewandten Bashing. Ihr denkt sich jetzt vielleicht so, okay, was ist ein scheiß Problem? So, sie hat die Aufnahmeprüfung nicht geschafft. Like, get over it. Ja, und außerdem kommt es ja nicht nur an der Angewandten zu Identitätsverwirrungen, sondern auch außerhalb. Vor allem in letzter Zeit habe ich immer mehr das Gefühl, dass es immer öfter so ist, dass vor allem Mehrheiten sich für unterdrückte Minderheiten halten. Erst letzte Woche habe ich zum Beispiel auf der Straße im 7. Bezirk eine junge Person fragen gehört, warum es nicht mehr cool ist, hetero zu sein. Ja, ich glaube, dieselbe Frage hat sich auch Harry Styles gestellt. Naja, zurück zu Fashion. Was gerade modern ist, hängt nicht nur vom sozialen Umfeld ab, in dem man sich bewegt, sondern unterscheidet sich vor allem auch von Ort zu Ort. In Wiener Neustadt zum Beispiel, wo ich aufgewachsen bin, gelten komplett andere Moderegeln als in Wien oder in anderen Modemetropolen. Anders als im Rest der Welt waren in Wiener Neustadt nämlich Arschgeweihe, ausgewaschene Low-Waist-Hosen, Bolero-Jäckchen und andere modische Highlights der 2000er niemals out. Ja, Gerüchten zufolge treibt in Wiener Neustadt sogar auch noch der Geist eines Krochers sein Unwesen. Sein Geist erscheint angeblich immer dann, wenn man vor einem Holzkreuz und einem Bild von Erwin Pröll dreimal hintereinander Bam Order sagt. Ja, er soll in den 2000ern in einem Solarium gestorben sein, nachdem die Strasssteine auf seiner Ed Hardy-Kappe die UV-Strahlung so stark reflektiert haben, dass er sich spontan selbst entzündet hat. In den 2000ern gab es nämlich noch keine Beauty-Influencer und dementsprechend war es auch noch nicht üblich, dass man sich mehrmals täglich 10 Schichten Sonnencreme aufträgt, damit man mit 40 noch so aussieht, als wäre man 12. Body Positivity. Ja, jedenfalls ist Wiener Neustadt das beste Beispiel dafür, dass man, was Mode angeht, nicht unbedingt immer mit den Zeiten gehen muss, sondern im Gegenteil, dass sich Treue eigentlich sogar auf Dauer bezahlt macht. Denn ohne je etwas dafür getan zu haben, liegt Wiener Neustadt heute wieder, zumindest modisch, voll am Puls der Zeit. Die 2000er hatten nämlich im Rest der Welt ein Comeback. Und Bella Hadid könnte mittlerweile eigentlich genauso Babsi Hartig heißen und in ihrem tiefer gelegten VW-Polo mit Red Bull und Chic in der Hand in eines der zahlreichen Wiener Neustädter Einkaufszentren fahren, um sich die Gelnägel auffüllen zu lassen. Natürlich mit dem kleinen Unterschied, dass niemals irgendwie auf die Idee kommen würde, Bella Hadid als Prolet zu beschimpfen.
Ja, wie dem auch sei, das Thema Comeback bringt mich auch schon zum letzten, aber auch zum wichtigsten Faktor, von dem Mode und diverse Trends abhängen, nämlich zum Faktor Zeit. Mode ist bekanntlich stets im Wandel, außer in Wiener Neustadt. Und das führt zu immer neuen Trends, also immer wieder neuen Trends, die ein paar Jahre anhalten, um dann von anderen Trends abgelöst zu werden, um dann wieder ein paar Jahre später völlig überraschend ein Comeback zu haben. Ich meine, wer von uns hätte gedacht, dass der aus der Hose herausschauende Stringtanga jemals wieder zurückkommt? Oder der Faschismus? Ja. Ja, wie genau neue Modetrends entstehen, bleibt aber letztlich ein Mysterium. Genauso wie die Antwort auf die Frage, warum auf unseren Zehen kleine Haare wachsen. Ist es Deko? Man weiß es nicht. Danke. Toxische Pommes! Moving the table!